Ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon The Enforcers. Besser gesagt, ich bin immer noch auf der Suche nach einem Lumanda. Oder folge ich nehme auch gerne Folge und hier habe ich wieder alle möglichen Mist auf dem Boden liegen. Aber einen Waubel brauche ich ja nun nicht. Bivapu, nix Fluch? Nee. Ja gut, das unser Shadowko wollen wir ja auch noch trainieren. Also, der Kampf sollte ja eigentlich recht easy sein, auch wenn er den String Shot bzw. Fahnenschuss einsetzt. Naja. Du. Rumble. Geht down. Okay, das ist aber jetzt erstmal Banane. Das will ich auch nicht. Das verstehe ich. Wieso, ey? Wieso kann ich denn jetzt nicht flüchten? Ja, geht's, geht's. Die ganzen Gegner hier interessieren mich auch recht herzlich wenig. Ich möchte einfach Lumanda zum verdammt nochmal. Lumanda, ich will einfach Lumanda. Wingard. Trassler könnte ich eigentlich auch trainieren. Ja gut, was heißt ich könnte? Ich muss es trainieren. Nope, wir wollen noch nicht wechseln. Wir wollen Absorber einsetzen. Aber ich weiß eigentlich ganz genau, dass Lumanda dort unten in diesem Grasfeld eigentlich auftauchen musste. Und dass es tatsächlich erst in der Nacht auftaucht. Das wäre wohl... Das wäre ja wohl extrem shit. Oh, ein Swabini. Ach komm. Steinattack nicht schlecht. Allerdings kenne ich diese Arena-Leiter hier nicht, wenn es Arena-Leiter gibt. Aber ich schätze mal schon. Mal wäre Blödsinn, wenn es hier keine Arena-Leiter gibt. Ich hab dich erschreckt. Nope. Hast du nicht. Das ist. Das ist ein Gift-Typ, ne? Gift, ja, Flugattacke, toll, ich habe keine Flugattacke. Das ist gut ärgerlich. Egal. Machen wir schon Pflanzenattacke, würde ich sagen, ich glaube, ich sage noch vorbei. Ach du Schiete. Da komme ich ja nicht sehr weit. Na, Rumpelkeep ist wenigstens etwas stark dagegen. Was zum Teufel setzt er dann dauernd ein? Wenn das schief geht. Bestimmt eine Gift-Attacke auf die Gigarohre. Ist der Schäden? Wann beherrscht ein Slimer? Doch, Slimer heißt es. Oh Mann, ich kenne doch sonst immer alle. Ach so, Aussetzer hat er wohl eingesetzt. Nee. Auch gut.
Mir Wumpe. Na, Level 13. So soll's sein. Aber ich muss die anderen Pokémon noch bringen. Boah, Rare Candy. Mirapla. Das ist jetzt aber geschummelt. Der Mirapla ist ein nachtaktives Pokémon. Hm, ich könnte da hochgehen, aber ich könnte auch wiederum da hochgehen. Ein Pfiffchen! Das gehört mir, mir, meins, 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 alles meins. Pfiffchen ist mein Pokémon, das werde ich mir jetzt fangen. Allein aus dem Grund, weil ich es schon so süß finde. Fund. Einmal geht noch. Alrighty, meins! Dein Back. Pokéball. Jetzt gehörst du mir, Pfiffchen. Mir! Danke. Nope. Was ist, was passiert? Ja. Hm, Taubsi. Flug-Pokémon brauchen wir ja eh. Soll uns ja irgendwann mal von A nach B bringen. Beziehungsweise von A nach Z. Ja, selbst ruhig Sandwürfel rein. Hast ja auch nichts anderes zu tun. Komm schon, wir können nicht mal. Pokéball habe ich noch, aber trotzdem sollte ich vielleicht mal wieder mich einsammeln. Der hätte vielleicht mal angebracht. Ein wildes Taubsi wurde gefangen. Ich kann sie das nicht, ich muss aber nachgucken. Vielleicht sollte ich wirklich die nächste Folge mal in der Nacht drehen. Obwohl. Ich nehme ja sowieso meistens im Vorrat auf. Da kann ich ja auch so mal ein bisschen in der Nacht aufnehmen. Aber eh nachher Zeit. Run away! Da haben wir mal, da wir erstmal von dir aufgeladen. Na, Schwester Joy. Ah ne, na, Schwester Joy siehst du ja nicht aus. Sie sieht ja männlich aus. Das ist nett, dass du davor stehst, dann kannst du mir helfen. Pokébälle brauche ich. Superbälle. Wieso? Das. Schnauze, Andy. Verwirrt. Wird das langsam Nacht? Und dann habe ich aber vielleicht doch Glück und kriege noch einen Mann.
schon. Kein Glumanda. Kein Drassler. Ein Glumanda. Ein Schicki wird auch schon reichen. Ich nehme auch einen Bisasam. Sieh einen an, Bidiza hatten wir noch nie. Also könnte ich vielleicht Doch Glück haben, dass wir da unten einen Glumanda kriegen. Oh, ich will Glumanda haben, ich will Glumanda haben. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Oh. Komm, halt's Maul. Ich bin Glumanda. Ein Glumanda. Oder ein Chili. Schaloro. Ich nehme alle. Oh ne, schon wieder hell. Ein Glumanda! Oh mein Freundchen, dich lasse ich jetzt hier nicht aus den Augen, damit das klar ist. Ich will es haben! Und du wirst mein sein. Mein! Du wirst mir gehören. Scheiß auf Emma. Ja. Dann haben wir gleich das nächste. Das ist sogar noch besser, was du jetzt gerade machst, Glumanda. Das ist sogar noch besser. Setz den Angriffswert ruhig auf 0. Das ist mir schied egal. Umso weniger Angriffskraft Pfiffing jetzt hat, umso weniger zieht das Glumanda ab. Ich möchte mal. Oh komm, einmal geht noch. Ich würde ja fast sagen, einmal würde noch gehen, aber bei meinem Glück ist es eher down, als dass ich es fangen könnte. Bleib gefälligst drinnen! Bleib drinnen! Ich will dich doch was haben! Nein! Mal endlich drinnen, du. Wirst du wohl gefälligst in den Pokéball drinnen bleiben? Du hast gefälligst in den Pokéball drinnen zu bleiben. Alter. Ich weiß ja, dass ein Glumanda nicht gerade einfach zu fangen ist. War es auch nicht damals, als ich es angefangen habe zu LP'en, aber dieses Glumanda übertrifft alles bei weitem. Wenn ich sage alles, wirklich alles. Ich will dich haben, Mann! Also bleib gefälligst in dem Pokéball. Geht doch.
Gut, Tobi ist glücklich. Tobi ist glücklich und voller Tatendrang. Das ist sowas von schön. Jetzt bin ich happy. Jetzt bin ich richtig happy. Wenn wir jetzt noch einen Schicki finden würden, ne, dann wäre ich sowas von glücklich. Allerdings sehe ich, unsere Zeit ist aber auch schon wieder um. Run, oh, es geht noop. Ach komm schon. Ich will an einem Ort abspeichern, dem ich nicht gleich jedes Pokémon hier erwischt. So, hier finde ich es schön. Hier werden wir abspeichern. Saven. Alrighty. Oh, ich habe wirklich schon zu viele Spielstunden. Das finde ich ja nice. Gut, Leute. Ich würde sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, auch wenn wir nicht wirklich viel in dieser Folge gemacht haben. Aber das LP ist noch lang und da war noch bestimmt so einige Überraschungen. Ich wünsche euch jedenfalls einen angenehmen Tag, beziehungsweise Resttag, wie man es nehmen möchte. Ab Dank fürs Zuschauen, hoffe ihr seid auch morgen wieder mit dabei und haut rein. Ciao.